So, herzlich willkommen zu einem neuen Video Donk Performance, diesmal aus meinem Büro, beziehungsweise mein Wohnzimmer, Esszimmer, was auch immer, Küche, das alles so in einem. Ich habe eine ganz kleine Bude, dass ich mir mein Hobby leisten kann. Ich habe einen Instagram gefragt, ob mir Leute Interesse hätten, mal quasi auch so eine Art Entstehungsvideo von meinem Renner. Und jetzt habe ich mal in all meinen Bildern durchgekramt und ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht. Also so habe ich den Wagen damals 2014 gekauft. Muss dazu sagen, ich hatte damals einen niegelnagelneuen Ford Fiesta Sport und da habe ich mir damals den BMW geholt, weil der Fiesta damals ausgelaufen ist von seiner Leasing-Geschichte und habe gesagt, okay, das wäre ein super geiles Teil für den Alltag. Habe dann auch innerhalb von einer Woche dann auch schon ein anderes Fahrwerk eingebaut, ein TA mit 60-60 und habe Keskin KT1 in 9x16 ringsrum auf dem Wagen drauf gehabt. So bin ich auch eine ziemliche längere Zeit oder lange Zeit gefahren. War auch mega happy. Was man halt wissen muss, der Wagen war schon umgebaut auf M42 Motor, aber ja, nur der Motor, also die kompletten Achsen vorne wie hinten waren alles noch von einem 318i oder 316. Ich glaube, es waren 316er oder das war gerade ein 318. Weiß es nicht mehr auswendig. Und da habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht, okay, du baust den Wagen, nämlich brechen von seiner Technik auf jeden Fall um. Habe mir dann ziemlich kostengünstig eine komplette Hinterachse besorgt und bin dann hingegangen, habe erstmal natürlich alle Lager rausgebrannt und dementsprechend erstmal auf PU umgebaut. Hab mir dann auch gebrauchte 51er Federbeine geholt. Da hatte ich die schon auseinandergebaut und zwar, die sahen richtig knusprig aus. Ich weiß nicht, wie lange die irgendwie in einem Salzbad oder so gelegen haben, aber ich habe diese Überwurfschraube sogar noch rausbekommen. Dann natürlich große Bremsanlage, anderes Sattel vorne wie hinten. Hinten dann auch erstmal überhaupt Sattel drauf gemacht. Die ganz professionell in Gelb angestrichen. Dann habe ich mir EPC Green Stuff besorgt und ich glaube, das war noch normale Brembo gelocht. Das war noch nichts Spezielles, was ich damals gefahren bin. Aber auch im gleichen Atemzug die Gummibremsleitung umgebaut auf Stahlflex. Dann zu meinem Geburtstag, wo ich weiß gar nicht, ich glaube, das war 2015, also keine Ahnung, da war ich wahrscheinlich dann gerade 18. Nee, Quatsch, ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war. Habe ich mir die ATS DTM geholt, 7,5x17 und 9x17 auf der Hinterachse. War auch mega happy mit den Felgen, dass ich die damals bekommen habe. Bin die aber dann gar nicht gefahren, weil ich es noch nicht eintragen lassen habe, sondern habe auch ganz normal erst wieder Kreuzspeichen gefahren. Und beim nächsten Step, was ich gemacht habe, war neue Kupplung und Schwungrad. Oder Schwungscheibe habe ich damals direkt auf ein erleichtertes umgebaut, auf 6 Kilo, was man richtig extrem gespürt hat, was ich auch jedem M42-Fahrer empfehlen würde und bin dann dementsprechend so lang gefahren. Leider noch im selben Jahr hatte ich sehr oft Probleme mit Hitze. Also mir ist der Wagen sehr oft heiß gelaufen und ich musste dann immer rechts ran und mich abschleppen lassen. Ich habe damals auch alles neu gemacht, Wasserpumpe, Thermostat, neuer Kühler, aber das Problem war dann letztendlich was ganz Simples, und zwar hat ja der M42 eine Drosselklappenheizung und der Schlauch an der Drosselklappenheizung ist gerissen. Und da ist mir dann immer das Wasser über die Drosselklappenheizung am Block runtergelaufen und dadurch, dass es so warm war, ist es direkt verdunstet. Oder verdunstet. Irgendwann, wo ich dann liegen geblieben bin und ich habe keine andere Wahl mehr gehabt und ich musste weiterfahren, weil ich einen Termin hatte, habe ich dann halt Wasser reingekippt. Was man eigentlich nicht machen soll in den heißen Motor, normales Wasser, also was dementsprechend Zimmertemperatur reinkippen. Und da habe ich gesehen, dass das Wasser im Block runtergelaufen ist. Das hat dann zur Folge gehabt, dass mir der Zylinderkopf gerissen ist zwischen dritten und vierten, genau dritten und vierten Zylinder. Und zu der Zeit gab es damals die Motoren noch ziemlich billig. Da habe ich einen kompletten M42 aus dem E30 mit Getriebe für 250 Euro gekauft. Und habe gesagt, okay, ich hole den Motor raus und tausche ihn einfach aus, weil den Kopf schweißen lassen. Ich habe damals bei NG gefragt, das wäre zwar gegangen, hätten Schweinegeld gekostet, die konnte man nicht garantieren, ob das dementsprechend hält. Zu der Zeit war ich dann glücklich und hatte noch ein E30 Touring als Alltagsauto. Und deswegen hieß es, okay, du kannst jetzt an dem Teil so viel rumschrauben, wie du willst.
Und jetzt kommen wir zu dem ersten Part, beziehungsweise zu dem Part, warum der Wagen oder das ganze Projekt so extrem ausgeudert ist. Und zwar habe ich damals bei einer Werkstattauflösung in der Eifel, näher, also relativ nah am Nürburgring, ein Glasfaserarmaturenbrett bekommen. Wirklich für einen richtig geilen Kurs. Und da war auch ein Stuck-Drehzahlmesser drin, also so ein Drehzahlmesser, wie auch damals in der DDM gefahren wurde. Ein Haufen VDO-Anzeigen waren da schon drin. Und hier und da mal ein Taster und Knopf und ein paar Anzeigen. Und da habe ich schon gesagt, okay, das Teil muss da rein. Hab dann dementsprechend auch den kompletten Innenraum gestrippt. Ich hatte dann schon von MK einen Shifter drin, den ich auch richtig wärmstens empfehlen kann. Richtig geiles Teil. Und ein geschlüsseltes Lenkrad. Das bin ich damals auch ziemlich lang gefahren. Am Anfang hat man ja gesehen, war ein 28er Rate oder sowas drin. Aber das Auto hat nie eine Servopumpe besessen und hat es immer noch nicht. Und dann kann ich von so einem Lenkrad nur deutlich abraten. Hab dann auch gleich im Atemzug hier und da noch ein paar Roststellen geschweißt. Ja, und das war auch die Zeit, wo ich viel im Ausland war und dementsprechend nur am Wochenende daheim. Das heißt, meine ja, Unterhaltskosten waren sehr gering. Ich habe daheim gewohnt. Ich habe dementsprechend mein volles Gehalt zur Verfügung gehabt. Ich habe kein Leasingrate mehr bezahlen müssen. Ich hatte nur den E30 Kombi, den ich quasi versichern musste. Und das waren, weiß nicht, 40 € oder sowas im Monat. Das heißt, ich hatte viel Geld über. Und habe mir dann damals bei der Firma Bleie einen Überrollkäfig bestellt. Ich hatte am Anfang erst vorgehabt, mir eine Zelle zu bestellen. Bloß das Problem ist bei einer Zelle, erstens mal, ich fahre gern sportlich oder ich bin damals auch schon sehr sportlich gefahren. Ich hatte immer Schiss gehabt, mit dem Ding abzufliegen, weil bei der Probefahrt damals war es auch schon so gewesen, dass mir das Ding richtig extrem ausgebrochen ist und ich schon gedacht habe, jetzt ist vorbei. Ah, übrigens, ich habe damals für das Teil 1200 € bezahlt, ne? Mit TÜV. Auch noch so eine lustige Randinformation, was damals 2014 die Preise gewesen waren im Gegensatz zu heute. Habe dann, wie gesagt, bei Bleie das Teil bestellt und habe mir so viel Streben, in Anführungszeichen, reingemacht, wie es ging. Ich wollte ihn unbedingt genauso aufbauen, wie auch ein E30 M3 Käfig damals war. Das heißt, hinten nur eine Diagonalstrebe, unten die H-Strebe drin. Doppeltes Kreuz mit Verstärkung, also mit Knotenbleche und was man jetzt hier in dem Bild gar nicht sieht. Ich habe natürlich auch hinten im hinteren Bereich noch also so eine Kreuzstrebe mit Knotenbleche drin. Das sieht man es auch. Da habe ich auch noch eine Kurzstrebe drin und zu der Zeit hatte ich auch noch Haare gehabt. Ne? Wenn man es sieht, waren die wirklich schon schnell am Ausfallen. Den Käfig habe ich damals auch transportiert mit meinem E30 Touring. Warum zeige ich das Bild? Weil das war die letzte Fahrt von meinem E30 Touring. Ich habe damals Nockenwellen, Hydros und alles Mögliche neu gemacht. Der lief richtig, richtig gut, also lief erschreckend gut. Und ich glaube, auf dem Heimweg von dort nach Hause ist dann der Motor um die Ohren geflogen. Irgendwas war dann richtig im Arsch und dann lief er in extrem schlechtem Stand. Und naja, egal. Aber es geht heute um den Renner. Ja, dann so natürlich so ganz normale Gags. Hier mal so ein so eine Reserveradmulde rausgeholt. Dann habe ich den Innenraum, nachdem er halt komplett befreit war von seinen Teermatten, gestrichen. Was eigentlich übrigens dann auch für die Katze war, weil ich ihn ja dann innen auslackiert habe. Aber zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht klar, wohin die Reise geht. Ja, da war ich natürlich immer noch im Außen unterwegs und natürlich noch Geld zu viel gehabt. Dann habe ich mir neue Bremsanlage aufgebaut, eine 986er Porsche Bremsanlage auf der Hinterachse. Das Schöne war, zu der Zeit war gerade die Verkündung, dass England aus der EU austreten will, quasi diesen Brexit. Und zu der Zeit gab es, beziehungsweise ist dieser Wechselkurs von Euro zu Pfund extrem in den Keller gefallen. Und da hat man, ich habe für die Sättel, glaube ich, 250 € bezahlt mit Versand, was richtig, richtig billig ist. Dann habe ich die E46 328i Scheibe genommen, habe ein 4x100er Lochbild reingemacht und habe mir eine Mittelzentrierung-Adaptierung gebaut, dass ich dementsprechend die Scheiben auf die Hinterachse fahren kann. Ja, dann kommt der erste richtig fatale, ja, die erste fatale Geldverbrennung. Ich habe mir damals von Tarox D94 Scheiben bestellt von einem Audi S3. Die hatten dann schon einen Doppellochkreis
Und die ist mir dann leider gerissen, weil ich wollte eigentlich hingehen und wollte die zuschweißen, wollte die oben und unten wieder plan fräsen lassen und mein 4x100er Lochbild einfräsen lassen und dann dementsprechend diese Scheibe fahren. Das Problem war gewesen, ich habe zu der Zeit nicht gewusst, dass das eine hochgekohlte Scheibe ist, also die ist gehärtet. Und dadurch, dass mir die Scheiben nicht vorher getempert hatten, ist mir dann die Scheibe gerissen. War sehr, sehr ärgerlich, weil diese Scheiben kosten 500 € und man bekommt natürlich keine einzeln, ne, weil die erste, die wir gemacht hatten, ist natürlich kaputt gegangen und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das und ich gehe hin und mache noch ein 4x100er Lochbild zusätzlich rein. Habe zwei Löcher übernehmen können von dem Originallochkreis von dem Audi und habe dann dementsprechend nochmal zwei zusätzliche reingemacht. Jetzt, wenn vielleicht der ein oder andere aufschreien, wie das aussieht. Sehr lebensgefährlich, kann euch beruhigen. Diese Kräfte werden nicht auf Scherkräfte dementsprechend aufgenommen. Ja, dann habe ich natürlich auch die Bremszettel überholt. Das ist ein lustiges Bild. Ich habe damals die 38 Sättel komplett auseinandergenommen und dann habe die Kolben rausgeholt. Das war eine richtige Scheißarbeit wieder. Und damals ist mir sogar noch ein Kolben durch die ganze Halle geflogen und ist dann auch auseinandergebrochen. Aber ich habe komplett vier neue Kolben, Brustsattel verbaut und alle neue Dichtringe. Dann ein Part, dem ich ein bisschen hinterher traue, den ich natürlich immer noch habe, ist meine Fly-Off. Damals, wo ich den Wagen gebaut habe, ich habe erstmal den TÜV gefragt, was so geht und was nicht geht. Und zu dem Zeitpunkt ging halt noch eine Fly-Off-Handbremse. Mittlerweile geht es nicht mehr, deswegen ist die Fly-Off nicht verbaut. Ich habe die Halteplatte zwar noch drin, ich habe nämlich irgendwie die Hoffnung, dass irgendwann mal die Regelung wieder geändert wird, nicht eine Fly-Off verbauen kann. Ich habe mir extra damals einen anderen Griff gebaut und habe mir diesen Hoonigan-Schriftzug dementsprechend noch rein, ja, gravieren, ne, beziehungsweise der ist eigentlich reingefräst. So, dann hatte ich natürlich irgendwann dann auch mal den Käfig nur jetzt mal für das Bild damals aus Spaß reingebaut, für zum Schauen, ob das alles passt. Aber richtig montiert war dann auch noch nicht an dem Zeitpunkt. Und dann natürlich war wieder Geld da gewesen. Vielleicht Monate oder so später ging es dann los mit GFK-Parts. Ich habe mir dann eine GFK-Haube bestellt mit Innenhaut. Genauso ein Kofferraumdeckel mit Innenhaut von der Firma Pesch. Ich bin ehrlich, die zwei Parts haben einwandfrei gepasst. Ich habe den Kofferraumdeckel jetzt, was heißt jetzt, vor 2 Jahren, glaube ich, verkauft. Und der Jörg hat, glaube ich, ein paar Probleme mit gehabt, aber mir hat er damals einwandfrei gepasst. Ich konnte ihn über das normale Scharnier benutzen. Das heißt, was man richtig aufpassen musste, dass man den Kofferraumdeckel festhält beim Öffnen, weil der ist mir damals auch einmal abgerissen und ist durch die Halle geflogen. Dann hatte ich mir GFK-Türen bestellt. Die hatte ich damals in eBay ersteigert von einem deutschen Händler, der hat die als Restposten gehabt. Die sind immer noch verbaut. Dann ging es weiter mit meinem D2-Fahrwerk. Das hatte ich aber schon wesentlich früher bestellt. Da gab es damals von der Firma Feinis so eine Art Sammelbestellung. Und da hat man dieses Fahrwerk für, ich glaube, 700 € oder sowas bekommen und musste sich das dementsprechend selbst zusammenspeisen. Ich habe jetzt, wie man sieht, hier auch dieses Upside Down Fahrwerk genommen, das heißt, auf der Hinterachse habe ich ein komplettes Federbein, wo dementsprechend das reguläre Federbein, wie es jeder kennt, einmal auf den Kopf gedreht ist, deswegen Upside Down. Ist besser, was ungefederte Masse angeht. So sah das dann aus, dann habe ich die 51er Federbeine genommen, habe die dann unten abgeschnitten und habe diese Patrone aufgesetzt und habe das wegschweißen lassen. Da sind auch drei Nähte drauf, die dementsprechend das Ganze zusammenhalten, also zwei wurde zusammenhalten, Nummer eine quasi als Deko. Dann natürlich das Fahrwerk eingebaut, zusammen mit meiner Audi-Scheibe und den 38-Sätteln und auf der Hinterachse 200, boah, ich weiß gar nicht, 296 mm, glaube ich, sind das, vorne 312, vom E46 328, Porsche 986 und wenn wir sehen, schon das neue Fahrwerk hinten drin. So, dann hatte ich mir eigentlich gesagt, okay, du machst ein bisschen breiter, kaufst du Overfenders aus ABS, hab die auch dran gehabt, aber ich bin ehrlich, es hat mich einfach nicht wirklich so vom Hocker gerissen. Es war einfach nicht so meins. Dann ging es darum, ja, wenn du schon so ein Fahrwerk und alles drin hast, Käfig drin ist, das Armaturenbrett, brauchst du auch einen gescheiten Sitz. Ich hatte damals der Sparco Sprint.
Genau, Sparko Sprint heißen die Teile. Sind jetzt in meinen Augen nicht so die geilen Sitze. Ich habe da auch mega Probleme gehabt mit meinem Kreuz und bin dann damals nach, wo bin ich hingefahren? Essen. Essen am Motorshow gefahren und habe damals mich quasi in jeden Sitz reingehockt und habe so gemacht, als hätte ich ein Lenkrad in der Hand und habe quasi geschaut, bei welchem Sitz ich keine Schmerzen habe. Das war dann der Sparko Erko Sprint. Oder, nee, der heißt nur Sparko Erko. Als L-Version, also der große Version hier, ist auch noch mein Hund zu sehen, der leider verstorben ist. Und ja, zu dem Sitz, beziehungsweise den Sitz habe ich damals mir damals noch bestellt und habe gesagt, okay, das ist der richtige. Dann habe ich den Käfig richtig montiert. Ich habe den auf Platten gesetzt, die dementsprechend nach vier, dementsprechend, ja, wie nennt man das, homologiert sind. Also die haben dann eine gewisse Auflagefläche und eine gewisse Materialstärke. Habe das so gemacht, wie FIA das vorgibt, dass ich da dementsprechend absolut safe bin. Man kann das natürlich auch ohne machen, aber ich habe mir gesagt, ich will das so nah an Motorsport dran machen oder beziehungsweise dran orientieren, wie es geht. Und jetzt hier auf dem Bild sieht man auch neben meinem MK-Shifter so eine Platte. Und auf der Platte sitzt eigentlich die Fly-Off. Habe mir dann aus Aluminium E34 M50 Motorhalter oder Motorlager gedreht. Die passen, weil der M42 hat original solche genannte Hydrolager. Die gehen, ja, oder sind meistens schon kaputt bei den Fahrzeugen, sind ja schon dementsprechend alt und kosten Schweinegeld und gibt es auch nur bei BMW. Ich hatte damals ganz am Anfang die E34 Gummilager drin gehabt und habe gesagt, okay, ich baue das aus Alu, weil ich es extrem haben will und gleichen Atemzug natürlich auch die Getriebelager. In dem einen oder anderen Video habt ihr die Teile auch gesehen, ich habe da auch was drüber erzählt. Ja, kommen wir zum nächsten Riesenproblem oder ja, das, was ich nie hätte machen sollen. Das Problem war gewesen, der Sitz, den ich damals gekauft habe, der war viel zu breit für das Auto. Wenn ich den auf den Originalpositionen der Sitzkonsole montiert habe, haben diese Ohren, die auf dem Bild, also auf dem, ja, an dem Sitz dementsprechend dran sind, aus der Tür rausgeguckt. Also es hieß, wenn da eine Scheibe drin ist, oder die Scheibe oben war, konnte man die Tür gar nicht schließen. Bin damals zum TÜV gefahren. Hab dem die Problematik erklärt und habe gefragt, ob ich den Sitz fest ins Auto einspeisen kann. Scheinbar ging das damals noch, also es war damals wohl legitim. Dann habe ich mir, ja, aus Kant, also aus Vierkantprofilen, habe ich mir dann eine komplette Einheit zusammengespeist und habe die ins Auto gespeist und das war richtig fatal. Also der Sitz war zwar dann drin und das hat auch alles gepasst und geklappt, bloß damals dann beim TÜV hieß es dann, nee, das kannst du so nicht machen. Dann kommen wir noch zu einem Part, den ich eigentlich noch gar nicht verbaut habe. Ich wollte nämlich damals unbedingt auch einen Renntank in Anführungszeichen haben. Ich fand es immer richtig cool, dass der Tank hinten rechts größer ist wie hinten links. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich schneide diesen hinteren Bereich, also diesen rechten Bereich, schneide ich ab. Dann sitze ich vorne links und der Tank ist hinten rechts. Das heißt, das gleicht sich irgendwie aus. Ich hatte damals mega Schiss gehabt. Da habe ich auch schon die 39 als Alltagsauto gehabt und habe dann den kompletten Tank mit Abgasen geflutet und habe den dann durchgeschnitten und habe mir dann eine Platte einspeisen lassen. Die komplette Geschichte habe ich auch noch liegen. Habe die nie verbaut, weil ich eigentlich die 63 Liter, die mein Tank momentan hat, eigentlich ja schon sehr aufgebraucht habe. Dann ein nächster Part, der mich sehr, sehr viel Geld gekostet hat, ist eine, ja, wie nennt man das, ein Wärmetauscher. Ich habe den Original-Heizungskasten rausgeworfen, habe mir dann einen anderen Wärmetauscher besorgt, der dementsprechend einen Elektrolüfter hat mit 12 Volt, mit Anschlüssen, die man dementsprechend auch ans Armaturenbrett bauen kann. Warum sage ich richtig Kohle dafür gelatzt? Ich habe dafür, glaube ich, über 200 Euro bezahlt. Und da war irgendwann mal ein Kollege bei mir, der viel mit Computerkrempel macht und der macht so, ja, Digga, das ist eigentlich von einem Computer die Wasserkühlung. Ne, da war ich ziemlich angepisst, weil so ein Teil kostet, glaube ich, 50 Euro und ich habe halt 200 bezahlt. Egal. So, dann ging es, ja, die Fenders haben mir gesagt, haben mir nicht gefallen, waren nicht passend. Dann habe ich mir wieder bei der Firma Pesch, habe ich mir GFK-Seitenwände geholt. Da gibt es welche, die man einfach nur so aufnietet. Die habe ich da mal dran getaped, aber das war überhaupt nicht meins. Also die Teile haben
überhaupt nicht gepasst. Und ja, das ist für vielleicht für zum Driften, wenn man es kaputt fährt, einfach wieder Neues drauf, ist das vielleicht in Ordnung, aber es hat mir gar nicht gefallen. Ich hatte da zwar schon die Seitenwände, die Radläufe rausgeflext und wieder zusammengeschweißt, der Innen- und den Außenradlauf, aber da war mir klar, das kannst du knicken. Dann habe ich mir richtige i30 M3-Seitenwände gekauft. Davon habe ich aber so gut wie gar keine Bilder, weil ich die gar nicht so lange besessen habe, weil die mir auch zu schmal waren. Und dann ging es richtig los. Dann habe ich das Fahrzeug, wie man sieht, dann habe ich schon die 61 als Alltagswagen gehabt, weggebracht zu jemandem, der ja viel Karosseriearbeiten privat macht. Der hat dann, bevor wir das Ganze angefangen haben, hat er die i30 M3 Seitenwände vermessen und habe ich gesagt, pass auf, ich hätte das gern 50 mm breiter und bitte bau mir das. Das hat auch ganz gut geklappt. Wir haben dann, beziehungsweise er, das Auto war dann weg, hat dann dementsprechend mir immer viel Bilder geschickt, wie dann dementsprechend der Stand ist. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, ne, dass die komplette Originalseitenwand rausgetrennt ist. Komme ich jetzt auch gleich noch zu einem Highlight, warum und wieso. Ja, dann habe ich dementsprechend erstmal das Außenteil gebaut und dann erst im Nachhinein den inneren Radlauf. Mir war es auch wichtig, dass ich das Teil ziemlich tief bzw. komplett einfedern lassen kann. Also da musste dementsprechend viel Freigängigkeit herrschen. Dann ging es dementsprechend dann um den Tankdeckel und ich wollte was Besonderes haben. Ich wollte eigentlich erst den Tankdeckel irgendwo in den Kofferraum setzen und dann von hinten tanken, wie es die alten Mustangs hatten oder haben. Habe mich dann dagegen entschieden, habe gesagt, pass auf, wir machen den Tankdeckel in die B-Säule, dass ich quasi die Tür öffnen muss für zum Tanken. Haben dann er dann dementsprechend einen Kasten drumherum gebaut, weil wenn Benzin irgendwo durchfließt, muss es doppelwandig sein. Ne? Meine nächste Überlegung ist, also mein nächster Gedanke wäre, den Tankstutzen in die Makrolonscheibe hinten einzubauen. Aber mal schauen. Es gibt so doppelwändige Schläuche, mit denen müsste das eigentlich möglich bzw. legal sein. So, jetzt sehen wir hier den Innenradlauf, komplett auch aus Blech. Und hier und da war da nochmal eine Rohrstelle gewesen. Die Entlüftungslöcher vom Kofferraum mussten auch zugemacht werden. Und dann wurde das dementsprechend miteinander verheiratet. Das heißt, Außenradlauf und Innenradlauf wurden miteinander verschweißt. Und war dann dementsprechend die erste Seite rechts, war dann erstmal fertig. Dann hat der Kollege hinten bei dem T2-Fahrwerk ist nochmal so ein Distanzstück drin, das kann man ausbauen, dann wird das Ding richtig tief. Der hat das dann dementsprechend so ausprobiert, ob das dann auch so funktionieren würde. Und er ging auch davon aus, dass ich so fahren will, aber da habe ich einen negativen Sturz des Todes, deswegen habe ich gesagt, das macht gar keinen Sinn. Sondern ging es dann irgendwann mal an die linke Seite. Und der Wagen war dann erstmal, sag ich mal, was Blecharbeiten angeht, erstmal fertig. Dann war der Wagen wieder bei mir. Ja, wieder schön, mein i61, den ich damals hatte mit dem Paket. Ah, schönes Auto war das gewesen. Wieder bei mir. Und wie wir sehen, das ist eigentlich keine richtige M3-Stoßstange, die da vorne dran ist. Das ist so ein Zwitter. Ich habe die Stoßstange auch noch. Da passen nämlich die Blinker von einem Nachfacelift rein, genauso wie die Nebler und die Bremsenkühlung. Dann ging es an die Spiegel und an die Makrolonscheiben. Und da war ich damals beim TÜV gewesen und habe dem erklärt, dass ich halt mechanisch verstellbare Spiegel habe, die aber nur von außen verstellbar sind. Und da war die Bedingung, dass man die Spiegel von innen verstellen müssen kann. Das heißt, mein Arm musste durch das Schiebefenster passen, was Gott sei Dank der Fall ist. Tja, und dann war eine Sache, die mir so gar nicht gefallen hat. Und zwar, ich hatte dann zwar die dicken Backen und M-Spiegel waren es nicht, aber Tropfenspiegel vom E30 M3 DTM, dann die Stoßstange hinten, vorne eine andere, sag ich mal, und die Schweller vom M3. Und ich hatte diesen Center-Spoiler mit Flap, auch schon Carbon-Flap dran. Ja, ich sag, das passt irgendwie nicht. Die Proportionen haben mir überhaupt nicht gefallen. Bin ich hingegangen und habe mir eine C-Säule und einen Kofferraumdeckel auch von der Firma Pech wieder bestellt. Das Zeug hat erstaunlich gut gepasst. Ich musste nur die C-Säule einmal komplett durchschneiden in der Mitte unten und habe die dementsprechend dann mir zurecht angepasst und dann mit dem Auto verknietet und verklebt. Den Kofferraumdeckel habe ich ganz normal über Schnellverschlüsse fest und habe dann das Schloss ganz normal im Serienschloss drin verrastet. Ich wollte eigentlich Scharniere haben, aber E30 M3 hat andere Scharniere, die kosten ein Schweinegeld.
Wenn du so das Original noch bekommst, gibt es zwar eine Firma in Polen, glaube ich, die schweißen dir das um für, glaube ich, 200 € und das habe ich ehrlich gesagt dann eingesehen. Deswegen habe ich dann die Originalmechanik rausgeworfen und habe gesagt, ich mache den Deckel einfach zum Abnehmen. Ich sehe es auch noch, wie ich damals den Deckel reingeklebt und genietet habe und habe dann dementsprechend mit Klebeband und Distanzen irgendwie probiert, dass ich da ein bisschen Andruck Kraft bekommen an der auf die Teile. So, dann kommt der nächste Step, wo ich richtig Kohle verbrannt habe, was ich nie hätte machen sollen. Und zwar, ich habe mir dann gesagt, okay, du hast ja dein Bruder, der hat ja Kfz-Lackierer gelernt, der kann ja dann die Karre komplett schon mal vorbereiten für zum Lackieren und bringt dann das Auto weg zum Lackierer, dass ich da Geld spare. Ja, da haben wir dafür, glaube ich, 300 € oder sowas, habe ich da Material gekauft, was wir da schön drauf geschmiert haben und so. Und das dann dementsprechend da erstmal damit Farbe dementsprechend versiegelt, dass da kein Wasser mehr gezogen werden kann. Und ja, das war aber ein Riesenfehler, weil der Lackierer hat damals alles wieder runtergemacht, weil der Aufbau schlecht war oder falsch war. Kenne ich mich jetzt so aus. Ja, dann auch nochmal ein richtiges Lieblingsbild von mir. Da habe ich mir dann eine 1 zu 1 Nachbau M3 GFK-Stoßstange geholt und eine Schikotto-Lippe. Hab dann von 300 mm.de, von E30 TV, genau, E30 TV, habe ich mir dann damals die M3 Blinker aus dem 3D-Drucker quasi gekauft und habe dann dementsprechend eine richtige M3 Front verbaut. Hinten habe ich mir dann auch gesagt, weil dieser Zender Spoiler, der ist von seiner Breite schmäler, schmaler. Er ist halt, sagen wir mal, schmäler wie ein E30 M3 Spoiler. Deswegen habe ich mir dann aus GFK einen M3 Spoiler besorgt. Vielen Dank an Ahmed. Der hat ihn damals noch liegen. Habe ich mir nämlich damals bei Pesch eingekauft. Und da war wie eine Banane. Der war krumm wie noch was. Und den konnte man nicht verbauen. Übrigens, der E30 M3 hat original auch einen Kofferraumdeckel aus Glasfaser. Ja, da war das Auto beim Lackierer. Und war dann auch schon angemeldet, das heißt TÜV war dann auch schon gemacht und bin den Wagen dann so erstmal gefahren. Das Problem war dann gewesen, ich hatte damals die hinteren Scheiben aus Makrolon schon gehabt und habe die auch schon verbaut gehabt, bis auf die Heckscheibe, weil durch die geänderte C-Säule passende E30 Originalscheibe da nicht mal rein und habe dann dementsprechend Scheiben bestellt, die ich zum Verschrauben habe. Ne? Also wie Seitenscheiben hinten waren damals in der Gummidichtung. Das habe ich alles rausgeworfen, weil ich immer gesagt habe, okay, ich will das Gewicht von der Dichtung und von den ganzen Krempel noch sparen. Ja, und da bin ich erstmal, boah, bestimmt 3 oder 4 Monate ohne die hinteren Scheiben gefahren, was aber erstaunlich gut ging. Also es war im Innenraum nicht laut und es hat auch nicht irgendwie gezogen und es gab jetzt auch nicht irgendwie krass Überdruck oder sowas. Bin dann lange Zeit so gefahren. Dann habe ich mir eine Fox Gruppe A Auspuffanlage geholt, die jetzt hier auf dem Bild auch noch schief hängt, wie es aussieht. Und habe auch einen Teil der Streben, die im Käfig verbaut waren, nochmal in einer anderen Farbe pulvern lassen, weil alles komplett in Gelb hat mir da nicht so gefallen und ich bin halt ein absoluter Fan von diesem Purple, Candy Purple. Bin den Wagen dann auch, boah, ich weiß gar nicht, ein Jahr oder so gefahren. Und ja, das ist noch ein richtiges Lieblingsbild von mir. Da habe ich nämlich einen Burnout bei uns bei mir in der Halle gemacht und da war ein schöner Qualm drin und dann ist dieses Bild hier entstanden. So sah dann der Innenraum aus. Ich habe mir dann eine Feuerlöschanlage gekauft, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon die Debilas Einzeldrossel drauf, in Kombination mit dem KDFI-Steuergerät und da sind mir des Öfteren Fehlzündungen aus der Drossel rausgekommen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich baue verbauende Feuerlöschanlage. Ne? Die ist, wie man sieht, ziemlich mittig im Auto auf der Rücksitzbank montiert und die Leitung geht dann vorne im Motorraum. Dann sehen wir auch, da ist dann ein IRP-Shifter reingekommen und dann gibt es auch gleich noch ein Bild, was dann passiert ist. Ist auch noch ein schönes Bild, wie ich den Wagen damals mal. Ah, da sieht man, warum ich das ausgesucht habe und zwar, da sind jetzt auch die hinteren Scheiben verbaut. Und die sind, wie gesagt, jetzt geschraubt und haben einen schwarzen Rand. Dann habe ich mir von MK die Alu-Umlenkung oder diesen Alu-Puffer. Ja, ein Puffer ist ja nicht mehr wirklich. Beziehungsweise in dem Lenkungsteil ist ja normalerweise diese Gummischeibe drin. Das habe ich rausgeworfen und habe dann dementsprechend aus Aluminium das verbaut. Das rechts ist eine Schaltgabel.
weil mit diesem IAP-Shifter hat er halt relativ viel Kraft oder Gewalt auf das Getriebe aufgebracht. Natürlich, dass ich das eh nicht mehr neigen konnte, weil das ja alles starr verbaut ist, war dann am Schluss wirklich das schwerste Teil, das Schaltgestänge, dieses Rohr, was da verbaut ist. Das ist mir komplett auseinandergerissen. Es war auch eine richtige Nacht- und Nebelaktion, da bin ich irgendwo quasi liegen geblieben. Ich habe auch den Rückwärtsgang nicht mehr reinbekommen, wenn man diese eine Kraft da überwinden muss, dass man den einlegen kann. Und bin dann wirklich noch gerade so im dritten Gang nach Hause gefahren, weil ich da ziemlich krass die Kupplung schleifen lassen konnte, dass ich dementsprechend dann auch anfahren konnte. Hier sieht man nochmal die Einzeldrossel und die Feuerlöschanlage. Und dann ging es dann schon los. Dann hatte ich schon die Farbkonstellation und das Design für den Renner schon so weit durchgehabt. Und dann haben wir das Fahrzeug foliert. Ne? Also im Hintergrund sieht man meinen Bruder, der hat auch den Feuerlöschertank dementsprechend mit Folie besehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es auch schon Videos zu dem Zeitpunkt, wo wir dementsprechend das gemacht haben. Also zu dem Zeitpunkt gab es definitiv schon Donk Performance auf YouTube. So sah das dann komplett aus. Ne? Also so wie er jetzt aussieht, das war dann der Stand. Ich bin ehrlich, ich habe dann seitdem eigentlich technisch gar nichts mehr gemacht. Bis auf natürlich den Rennmotor, der jetzt eingezogen ist vor kurzem, aber natürlich noch gar nicht läuft. Und ja, so richtige Pläne habe ich zwar, aber ich muss natürlich jetzt erstmal hingehen, den Motor ans Laufen bekommen. Und der läuft, dann gehe ich hin und überlege mir hier und da, was ich noch machen könnte. Klar, ich habe noch den Tank, den könnte man einbauen, dass man noch ein bisschen Gewicht spart. Einen kompletten Unterboden habe ich schon überlegt, komplett abzukratzen, dass ich da nochmal diese Dichtmasse, die da drunter ist, das Gewicht noch spare. Aber das sind alles so Steps, wo ich mir denke, das sind so Sachen, das kannst du im Winter machen. Was auf jeden Fall kommt, wenn der Motor einzieht, ist natürlich ein kompletter Umbau der Benzinleitungen auf Dash. Ja, aber das war's. Also, das ist eigentlich der Werdegang von dem Fahrzeug. Und zwischen den ganzen Bildern sind 7 Jahre oder sowas vergangen, knapp 7 Jahre. Also, ich schraube schon eine Weile an dem Auto und ich habe viel umgebaut und ich habe weit über 2000 Bilder. Deswegen habe ich jetzt nur ein paar rausgegriffen, wo ich mir gedacht habe, okay, das sind Bilder, wo vielleicht hier und da jemand interessiert. Wenn euch das gefallen hat, wäre ganz cool, wenn ihr das kommentiert oder wie auch immer. Ich habe ja noch den Renner, ich habe noch den 318 Yes auf Luft. Zu allen Fahrzeugen kann ich genauso viel, denke ich, erzählen wie zu dem. Und in diesem Sinne, schau bis zum nächsten Mal.